Ins Auge ist der Titel der neuen Ausstellung im Institut für Stadtgeschichte. Und die bunten Plakate fallen auch stark ins selbige, denn hier zählt der pure Eindruck des Bildes, der durch wenig oder gar kein Text auch nicht zerstört wird. Die Studentinnen und Studentinnen, die diese Ausstellung produziert haben, kommen ja aus sehr vielen Ländern, aus China, aus Brasilien, auch aus Europa, aus Russland, aus Korea. Und insofern ist der Themenkreis sehr weit gespannt. Mit unterschiedlichen Inhalten zu unterschiedlichen Themen, die von politischer und sozialer Brisanz sind. Zum Beispiel das Flüchtlingsthema, die brennenden Wohnheime in Deutschland, aber auch die Verschmutzung der Weltmeere oder auch Menschenrechte. Zu sehen sind Plakate, die auf unterschiedlichste Weise auf gesellschaftliche Herausforderungen wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise hinweisen. Doch auch die Rüstungsindustrie bleibt nicht verschont, genauso wenig wie der Abgasskandal. Das ist auch nur ein Stück Papier. Da bewegt sich nichts, da kann man auch nichts zu sagen, da gibt es auch keinen Ton. Sondern da eben alles auf den Punkt zu bringen, das ist schon nicht so einfach. Das ist die Herausforderung. Doch ist ein Plakat in Zeiten des Internets überhaupt noch aktuell? Ja, also veröffentlicht wird es sehr gerne, wird es auch immer gebraucht. Man findet die Plakate auf sehr vielen Ausstellungen und Biennalen wieder und genauso eben auch in den Katalogen, in den Büchern. Da sieht man das eben nicht draußen an der Wand. Plakate zu verbreiten kostet sehr viel Geld. Das Geld fließt heute vielleicht in andere Kanäle. Vielleicht ist die Werbegrafik gefragt, denn hinter Werbegrafik verbirgt sich immer ein ökonomisches Interesse. Und diese Plakate vertreten kein ökonomisches Interesse, sondern sind kritische Reflexe auf Probleme der Zeit. Kreative, aussagekräftige Kunst. Die 80 Plakate der Ausstellung sind noch bis zum 7. Februar im Institut für Stadtgeschichte Frankfurt zu sehen.